Ja, hallo, ich grüße dich und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video von Klein Marketing. Mein Name ist Thomas Klein, Experte für Neukundengewinnung B2B in der IT-Branche. Und heute in dieser kurzen Präsentation möchte ich mal ansprechen fünf Dinge. Fünf Dinge, die ich insbesondere in der aktuellen Situation bezüglich Coronavirus, Rezession etc., die ich als IT-Systemhaus, also fünf Dinge, die ich als IT-Systemhaus unbedingt umsetzen würde in der aktuellen Situation. Okay? Um mehr Aufmerksamkeit im Markt und Interesse zu erzeugen. Um zweitens mehr Neukunden zu gewinnen. Also mehr Interessenten. Daraufhin natürlich auch mehr Neukunden. Zumindest ein Einstiegsangebot platzieren zu können, erfolgreich. Und drittens, mehr Geschäft mit diesen Kunden und Umsatz zu generieren letztendlich. Okay? Ich würde erstens mir einen Spezialisten für die Neukundengewinnung in exakt meiner Branche, Nische, Produkt, Dienstleistung suchen. Jemand, der sich da genau drauf spezialisiert hat und bereits eine Strategie ausgearbeitet hat, wie man in dieser Nische, Branche, Produkt, Dienstleistung eine hochspezialisierte Strategie ausgearbeitet hat, wie man in diesem Bereich langfristig und erfolgreich Neukunden gewinnt. Okay? Ganz, ganz wichtig. Jemanden, der einen sehr, sehr hohen Spezialisierungsgrad hat in der Neukundengewinnung. Nicht einfach nur, naja, gut, ich kenne ein bisschen Einwandbehandlung, ich habe ein paar Verkaufstrainerkurse gemacht und ja, deswegen bin ich gut in der Neukundengewinnung. Das reicht nicht mehr aus und insbesondere nicht in einem Krisen- und Rezessionsumfeld. Zweitens, ich würde mir einen Experten suchen, der mir dabei hilft, Prozesse in meinem Unternehmen zu implementieren, welche mir dann in der Folge eine konstante Anzahl von Interessen und potenziellen Neukunden auf lange Sicht hin garantiert. Ja? Also, hier geht es nicht darum, zu garantieren, jemanden zu finden, der dir garantiert, ich bringe dir XY Neukunden pro Woche, pro Monat, pro Quartal, sondern der dir garantieren kann, auf lange Sicht hin, einen Pool von Interessenten, also warme Leads zu bringen, ja, und im Prozesse, wenn die nicht schon, sofern die noch nicht vorhanden sind, häufig ist es so, dass besonders kleinere Firmen, Softwareentwickler, Vertriebsprozesse noch nicht so optimal implementiert haben, beziehungsweise noch gar keine Vertriebsprozesse als solches vorhanden sind. Da macht eigentlich noch alles der sozusagen der Ja, der Geschäftsführer oder der Gründer dieser Firma, sehr, sehr häufig so bei jungen Unternehmen, sagen wir mal, die es erst seit 2, 3, 4, 5, 6 Jahren gibt. Also ich würde mir auch hier einen Experten suchen, der mir dabei hilft, diese Prozesse zu implementieren und auszuarbeiten. Ich würde drittens mir einen Zielgruppenbesitzpartner suchen, der mir beim Aufbau einer Pipeline randvoll mit potenziellen Neukunden enorm weiterhelfen kann. Das heißt, jemanden, der mir Shortcuts offeriert, ja, weil er bereits Zielgruppenbesitz mit sich führt, mit dem er unter Umständen alleine nichts anfangen kann, weil er eben die Dienstleistungen, die Produkte nicht selber vertreiben kann. Ja, Zielgruppenbesitzpartner, ganz, ganz wichtig. Das sind Shortcuts. Ja, du fängst nicht wieder von null an, oder wenn du zum Beispiel einen Markt erobern willst oder wenn du bestimmte neue Zielgruppen angehen willst. Ja, das sind ganz, ganz wichtiger Shortcut. Ich würde mir viertens einen Partner suchen, der Erfahrung darin hat, Online- sowie Offline-Marketing-Maßnahmen mit einem Vertriebsprozess so zu verknüpfen, dass ich meine Reichweite
massiv ausbaue und gleichzeitig einige dieser Prozesse auch automatisieren, zumindest teilautomatisieren kann. Was meine ich damit? Ganz, ganz viele Unternehmen, Startups etc., ja, Jungunternehmer vielleicht schon eher weniger, aber etwas, ja, sagen wir mal, die etwas älteren Semester, so 40 aufwärts, die sich, sagen wir, erst vor den letzten 5, 3, 5, 7, 8, 10 Jahren selbstständig gemacht haben in der IT-Branche, sind häufig der Überzeugung, dass Social Media und gewisse Online-Kanäle nicht dafür geeignet sind, in Kombination mit Offline-Marketing-Maßnahmen und Sales, meine, die Reichweite, also quasi überhaupt erstmal Aufmerksamkeit zu gewinnen, ja, die Leute da draußen, also deine potenziellen Kunden, deine Zielgruppen müssen erstmal wissen, dass es dich überhaupt gibt, um dann erstmal Interesse bei ihnen generieren zu können und dann in Folge dein Angebot platzieren zu können, um dann in Folge diesen neuen Kunden für ein erstes Projekt, Auftrag etc. gewinnen zu können und dann in Folge diesen Kunden weiter ausbauen zu können. Ja? Für diesen allerersten Step, die Kombination Offline-Online. Ich will meinen Partner suchen, der hier Erfahrung hat. In Verbindung mit den drei vorherigen Punkten. Ja? Das heißt, Erfahrung nicht nur in dieser Sache, in dieser Verknüpfung, sondern gleichzeitig, ja, auch noch in der Branche Nische, vielleicht gleichzeitig noch Zielgruppenbesitzpartner. Und ich würde fünftens, das ist vielleicht auch noch sehr, sehr wichtig, das richtige Mindset hat, die aktuelle Krise zu nutzen, um mit Vollgas Neukundengewinnung durchzuführen, umzusetzen, nach vorne zu gehen, ja, die Opportunities, die Möglichkeiten, die Chancen zu sehen in dieser Krise, sich nicht auf die Gefahren oder Risiken zu fokussieren, denn das, auf was du dich konzentrierst, fokussierst, wird automatisch stärker. Du wirst automatisch immer stärker nur das sehen, auf was du dich konzentrierst. Du wirst, wenn du dich auf die Risiken konzentrierst, wirst du nur noch Risiken sehen. Und wenn du dich auf die Chancen und die Möglichkeiten konzentrierst, wirst du nur noch Chancen und Möglichkeiten sehen. Und auch entsprechend, es ist so ein bisschen wie Self-Fulfilling Prophecy. Ja, selbstvollfüllte Prophezeiung auf Deutsch. Nehme ich mal an. Wogegen viele deiner Mitbewerber in der aktuellen Situation ganz besonders eher auf das Bremspedal treten. Man sieht es ja, viele der Unternehmen halbieren ihre Marketingbudgets, ja, auf einen Schlag, Facebook, Google etc. Da sieht man es eben sehr deutlich, weil es da eben gewisse Kennzahlen gibt. Entsprechend sind natürlich auch die Aktienpreise dort gefallen und so weiter, aber meiner Meinung nach noch sehr moderat. Überlege, diese fünf Punkte, wenn du die vereinst, wenn du jemanden findest, der diese fünf Punkte sozusagen alle vereinen kann, dann hast du einen Top-Partner gefunden. Ja? Ja, gut. Wenn du jetzt Lust hast, dass wir uns ein bisschen näher kennenlernen, mal schauen, wo du gerade stehst, mal schauen, vielleicht, wo wir dich vielleicht unterstützen können. Wenn du Softwareentwickler bist, IT-Systemhaus, Infrastruktur, you name it, Berater, ja, dann klick jetzt einfach hier unten auf den Link. Wir vereinbaren einfach mal ein unverbindliches Beratungsgespräch. 10, 20 Minuten in der Regel reichen da fürs erste Gespräch, nochmal 30 Minuten teilweise schon aus. Man findet sehr schnell heraus, ob man sozusagen Common Ground, ja, ob man ja, dasselbe Mindset sozusagen hat, ja, ob gegenseitige Sympathie herrscht, ob gegenseitig man sozusagen auf der gleichen Linie fährt, insbesondere in dem aktuellen Umfeld. Und ja, dann will man einfach
mal kurz telefonieren. Würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, Daumen hoch und think forward, ja? Vorwärts denken, positiv denken, auf die Chancen und Möglichkeiten den Fokus setzen und nicht auf die Risiken und die Gefahren, ja, die androhende Rezession oder vielleicht ist die Rezession schon da und all diese Dinge. Abschließend nochmal, völlig unabhängig davon, ob wir zusammenfinden, ob wir telefonieren oder nicht, das ist das absolut Entscheidende, damit du auch für die nächsten Wochen, Monate entsprechend Umsatz machst, Kunden gewinnst und the show must go on. Ja, mehr ist dazu auch noch nicht zu sagen zur aktuellen Lage. Und in diesem Sinne würde ich mich sehr freuen, wenn wir zusammenkommen. Und bis dahin schon mal noch einen schönen Tag. Dein Thomas Klein. Ciao.